Es ist also wieder einmal soweit. Die Schuhbotschafter des Jahres werden ausgezeichnet zum bereits vierten Mal. Also Mrs. und Mr. Schuh, in diesem Fall für das Jahr 2011. Wie schon im vergangenen Jahr wurde eine ausgezeichnete Wahl getroffen. Ja, ich hatte ja die Ehre im vergangenen Jahr, diesen Preis entgegenzunehmen. Eine sehr nette Auszeichnung. Ich glaube, für die Schuhbranche auch nicht unwesentlich, um ein bisschen auch in der Öffentlichkeit Werbung zu machen, nämlich insofern, dass man sagt, okay, man soll ja ein bisschen Augenmerk auf sein Schuhwerk legen. Ein schönes, ein gutes Schuhwerk zahlt sich aus und ja, man ist einfach von vornherein besser angezogen mit schönen Schuhen. Also Mr. und Mrs. Schuh wurde kreiert, um den Schuh mehr in das Bewusstsein des Menschen zu pflanzen. Ja? Der Schuh, dadurch, dass der Fuß so weit vom Hirn weg ist, nämlich unten, wird der Schuh oft nicht wahrgenommen, bewusst. Die Frauen, ja, die nehmen ihn als schönes Accessoire wahr, die Männer weniger. Und wir wollten alle Aspekte ein bisschen beleuchten. Also die Gesundheit, die Schönheit, alles miteinander. Es war dann ganz spannend, die Wahl, wie sie ausgehen wird. Und bei den Herren haben wir also gehabt den Herrn Roman Raffreider, den Dominik Heinzel und Christian Reiner. Also durchaus drei Schwergewichte im Bereich Mode und Schuhe. Und es war ganz spannend, wie diese Wahl ausging. Der Herr Dr. Reiner ist da, er hat gewonnen. Wie hat sich dein doch sehr ausgeprägter Modestil entwickelt oder wann hat denn das begonnen? Es hat sehr früh begonnen. Also es gibt Fotos von mir, da war ich 7 oder 8, abgeschnittene Hose, bemalt mit einem Peace-Zeichen, T-Shirt mit so einem Knopf vorne drinnen und Haarband. Also ich schaue aus wie die junge Stemberger, würde ich sagen. Naja, also da fällt da schon ein bisschen was, sage ich jetzt auch. War ja nicht immer. Ja. Das habe ich jetzt gar nicht gemeint. Ja. Es gibt genau 2 No-Gos bei Schuhen, jedenfalls für Herren. Das eine, kurze Socken, völlig unmöglich. Entweder Kniestrümpfe, also Stutzen, oder gar nichts. Und das zweite ist, niemals schmutzige Schuhe tragen. Und heuer haben wir also angefragt 3 Damen. Das war die Claudia Stöckl, die Mirna Jukic und die Katharina Stemberger. Die Wahl war da noch viel knapper, nämlich 1 Prozentpunkt hat für die Katharina Stemberger den Ausschlag gegeben. Wie kam ich zu Mrs. Schuh 2011? Ich wurde gefragt, ob man mich nominieren dürfte und dann habe ich mir gedacht, aber ja, das machen wir. Und bedeutend tut es für mich in erster Linie, dass ich ganz viele Freunde habe, weil die haben alle gestimmt für mich und ganz viele Menschen, die ich gar nicht kenne, haben gestimmt und brav und so und bis zur letzten Minute und das bedeutet es für mich vor allem. Besondere Beziehung zu Schuhen? Naja, Marilyn Monroe hat ja gesagt, gebt einem Mädchen die richtigen Schuhe und sie erobert die Welt. Und das finde ich sehr hübsch. Und das Gute an Schuhen und Taschen, und deshalb ist das, glaube ich, so ein Frauenthema, ist vollkommen egal, welches Kampfgewicht du gerade hast, sie passen immer. Sie enttäuschen dich nicht und sie heben in jedem Fall die Laune. Und da haben die Damen schon viel mehr Möglichkeiten, je nach Tagesverfassung, brauchst du einen unauffälligen Freund oder wenn du das Gefühl hast, heute bin ich gut, spritzig aufgelegt, dann kannst du ein bisschen was Höheres nehmen. So wie heute? So wie heute. Ja, und das ist meine Beziehung zu Schuhen.